Heute ist ein guter Tag dafür, dass meine Haare nicht liegen. Ich habe nämlich gleich einen Friseurtermin. Ich habe unter meinem letzten Daily Vlog, nee, vorletzter müsste das für euch sein, unter einem der letzten Vlogs haben mich ganz viele von euch nach meiner Mascara gefragt. Und dass meine Wimpern so gut aussehen. Und tatsächlich habe ich an dem Tag eine neue Mascara ausprobiert. Die war im Catrice Adventskalender. Und zwar ist es diese Mascara hier. Und ich war sehr, sehr skeptisch, weil die hat so ein Bürstchen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, aber so ein Gummibürstchen, was nur auf der einen Seite wirklich eine Bürste hat. Also die eine Seite ist flach und die andere Seite hat nur so ganz, ganz kleine Borsten. Dazu ist sie auch noch super feucht, gibt so ganz viel Produkt ab, aber fand sie richtig gut. Also es ist lange nicht mehr vorgekommen, dass ich generell eine Mascara getestet habe und sie dann auch noch so gut fand. Das ist jetzt eine Schicht. Sieht echt gut aus, finde ich. Also die kann was. Jetzt mache ich mich mal komplett fertig und dann habe ich einen Friseurtermin. Ich habe Tom beim Zuschauertreffen gefragt, ob er noch mal Zeit hätte vor Weihnachten. Mir hat es das letzte Mal, also die Länge nach dem letzten Friseurtermin, hat mir so gut gefallen. Und die sind so schnell nachgewachsen. Also es muss jetzt gut 2 Monate her sein. Und die sind so viel länger geworden. Und tatsächlich finde ich die Länge momentan auch voll schön. Jetzt liegen die natürlich 0,0. Und sind auch nicht gemacht, aber so dieses ein bisschen über die Schulter finde ich auch ganz gut. Aber dadurch, dass sie so schnell wegwachsen, habe ich die Länge ja dann 2 Monaten wieder. Und ich denke mir so, wenn ich momentan immer noch Lust habe auf kurze Haare, dann mache ich das jetzt auch nochmal. Vor allen Dingen, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, meine Haare wieder so kurz abzuschneiden. Also ich habe es jetzt das dritte Mal gemacht. Erstmal fand ich es richtig cool, das zweite Mal fand ich es nicht so geil. Und jetzt beim dritten Mal war ich wieder voll happy und ich dachte mir so, diesen Zustand, dass ich es gut finde, muss ich eigentlich noch ein bisschen ausnutzen und lasse jetzt gleich nochmal abschneiden. Und nochmal so ein bisschen länger was von dem kurzen zu haben. Let us gather round. For it's Christmas time, a merry sound and the stars align. Let us all rejoice when it's Christmas time and our hope again made new. In the crowded streets calling Christmas time, the one. Ich sag ja eigentlich immer hier, aber immer wenn ich hier so schneide, dass er quasi eigentlich hier liegen soll, sieht es dann danach besser aus, wenn ich es so mache. Ja. Ich mach's erstmal nach, ja. Warte, ich guck jetzt mal ganz kurz nochmal. Ich hab ja letztes Mal ganz offen einen Trockner nachgeschnitten und ich komm mir da sogar länger vor. Ich hole mir mal schön. Ja. Ich glaube, ihr seht gar nicht so eine große Veränderung, kann ich mir vorstellen. Ich habe einfach quasi genau das gleiche machen lassen wie letztes Mal. Die sind jetzt einfach nur in den 2 Monaten mega nachgewachsen. Also sie waren locker glatt, so ein Stück länger. Bin wie immer sehr happy. Tom ist einfach Verlass. Ich habe sie diesmal glatt gelassen. Irgendwie hatte sie so glatt gefühlt. Und dann meinte ich so, ja, warum nicht einfach mal glatt lassen und keine Locken reinmachen. Ich trage selbst sie ja eigentlich immer so ein bisschen lockig oder so leicht gewellt. Mache ich mir ein bisschen was anderes. Versuche meine Haare nicht anzufassen. Aber es wird mir wahrscheinlich noch weniger gelingen, als es sonst eh schon gelingt. Es ist einfach so ein Reflex. Und vor allen Dingen, wenn man frisch vom Friseur kommt, ist das so ein Reflex. Hier hinten ist meine Spülmaschine auf. Schick. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zu Hause. Und jetzt muss ich erstmal ein Video in die Dropbox laden für Lena, dass sie da drüber gucken kann. Oh. Valentin schreibt mir, ja. Wir machen das ja eigentlich immer so, dass wir uns die Videos vorab einmal schicken, einmal zeigen, irgendwie, dass der andere einmal drüber guckt. Vor allen Dingen, weil Lena auch in meinen Teilen ja eigentlich immer zu sehen ist und ich in ihren und so. Und dann sprechen wir uns eigentlich vorher immer ab, bevor wir es an dem Tag wirklich hochladen und veröffentlichen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ich umgezogen bin vor 2 Jahren. Ich will immer 3 Jahre sagen, aber es ist 2 Jahre her, oder? Ich glaube, vor 2 Jahren. Hatte ich den größten Struggle mit dem Internet meines Lebens. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Es hat, glaube ich, 2,5 Monate gedauert, bis wir letztendlich Internet hatten in unserer alten Wohnung. Und es war in der Zeit, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und nebenher auch noch YouTube und so. Also es war echt
eine absolute Katastrophe. Deshalb hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel jetzt vor der ganzen Internetgeschichte mit der neuen Wohnung. Aber diesmal hat alles so reibungslos geklappt, dass ich euch davon gerne berichten möchte. Ich war so happy, dass wir, ich glaube, 3 Tage nachdem wir eingezogen sind, schon Internet hatten. Lasst mich kurz nachgucken. Umgezogen sind wir am 26. Oktober. Internet hatte ich am 31. Oktober, also 3 Tage später. Und zwar ist mein neuer Internetanschluss von NetCologne. Ich habe mich für die 100er Leitung entschieden. NetCologne ist mir allein schon sympathisch, weil NetCologne und ConsiderCologne ist halt ein Match. Das ist halt einfach ein gutes Match. Wir als Lokalpatrioten. Also ich habe den Tarif hier gewählt, den 100er. In unserem Haus wird momentan aber auch die 500er Leitung gelegt, quasi, sagt man das so, ausgebaut. Dementsprechend könnte ich auch aufstocken auf 500, kann ich auch jederzeit problemlos wechseln, wurde mir gesagt. Genau, ich habe mich für den Vertrag mit 100 Mbit entschieden und bin damit so unglaublich zufrieden. Also vor allen Dingen jetzt, während Vlogmas, macht es einfach so einen Unterschied, gutes Internet zu haben. Es erleichtert einfach meinen Arbeitsalltag so, so sehr. Der Techniker, der das eingerichtet hat, kam auch einfach pünktlich zu dem Zeitpunkt, zu dem er sich angekündigt hat. Er war sogar ein bisschen früher und es ist mir vorher noch nie passiert mit einem Internetmenschen. Kann ich nicht sagen, wie happy ich bin, dass das so einwandfrei und schnell geklappt hat. Und vor allen Dingen, dass es jetzt auch so gut und problemlos funktioniert. Also wir hatten noch nicht einmal jetzt, seit wir das Internet haben, irgendein Problem, irgendeinen Ausfall. Es funktioniert auf all unseren Geräten in der ganzen Wohnung gleich gut. Und wenn halt irgendwas doch nicht stimmt, ist es halt auch einfach ein regionaler Anbieter, der hier in der Nähe ist. Die kümmern sich wirklich darum, wenn irgendwas mit dem Internet nicht stimmt. Ich habe mich da schon so oft so alleingelassen gefühlt in der Vergangenheit bei anderen Anbietern. Also ich hatte immer das Gefühl, diesen Callcentern, die nehmen eigentlich so richtig ernst und haben so, ich hatte immer das Gefühl, die können mir nicht weiterhelfen oder wollen mir nicht weiterhelfen. Ich denke mir so, wenn die es nicht können und oder wollen, wer dann? Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass NetCologne quasi Garantie gibt auf WLAN in der ganzen Wohnung. Also nicht nur auf Internet bis zur Dose und ob es dann funktioniert oder wie gut es funktioniert, kann man dann selbst gucken, sondern sie garantieren einem wirklich, dass es hier gut funktioniert, überall, dass man überall guten Empfang hat. Davon wollte ich euch einfach gerne berichten. Kriege ich hier eine kahle Stelle? Ja, weil ich einfach so zufrieden war mit dem Online-Service von NetCologne, dass ich euch das guten Gewissens empfehlen kann. Jetzt widme ich mich meinem Video, lade das hoch und dann kommt Lisa später zu mir. Wir machen ein paar Fotos. Ich habe gesagt, der riecht wie eine Gemüsesuppe. Eben hat er noch, als er noch nicht im Wasser war, hat er tatsächlich nach, was soll das sein, Zitrone, irgendwas? Okay, goldene Kurkuma, vielleicht liegt es auch am Kurkuma. Kann ich mal probieren? Ja, oder klar. Riechen? Er hat schon mal so ein Gesicht. Das ist vielleicht aber auch die Farbe, die das macht. Man denkt so, ein Glas Suppe. Always a struggle, uns zusammen zu filmen. Wieso steht eigentlich mein Ohr da so raus? Schön, fix hier mal her. Jemand hat unter dem letzten Vlog geschrieben, dass Lisa sogar optisch so gut zu uns passt. Ja, das habe ich auch gelesen. Danach, das war übrigens Auswahlkriterium Nummer 1. Ja, genau. Muss natürlich auch sich gut machen auf Fotos. Wir haben ein erstes Foto erfolgreich schon gemacht. Es hat 5 Minuten gedauert. Ja, ich liebe das, wenn das so läuft. Hammer. Jetzt machen wir ein zweites. Das könnte ein bisschen aufwendiger werden. Voll normal. Ich glaube, man erkennt gar nicht, was hier gerade passiert. I doubt it. So sieht es aus, wenn wir Fotos machen. Kein Stuhl ist hoch genug, damit Lisa professionelle Fotos von oben machen kann. Hängt quasi auf meinem Rücken. So, das wird ein schönes Foto. I can feel it. I cannot feel it. Ich hatte eigentlich dieses Jahr keinen Adventskalender. Nee. Adventskalender habe ich. Ich hatte dieses Jahr... Adventskalender hatte Lisa nicht. Hast du eigentlich inzwischen einen? Jetzt habe ich 21 Euro von der Oma. Ja, habe ich gesehen. Aber immerhin hast du jetzt einen. Ja. Den Adventskalender habe ich, aber ich hatte keinen Adventskranz. Irgendwie war mir nicht danach und ich hatte auch nicht so richtig die Zeit und Lust, einfach mich drum zu kümmern. Aber dann haben wir heute für ein Foto eine weihnachtliche Deko gebraucht und dann ist der einfach so entstanden. Also ja, wir haben dann zuerst diesen Tannenzweig auf den Tisch gelegt, dann die Beeren dazu, dann die Lichterkette dazu und dann dachten wir uns irgendwann so, okay, ich habe eigentlich 4 gleich große Kerzen. Das hier ist so ein Brett von so einem Beistelltisch. Spekulatius, Mandarinen, die Linserplätzchen, die Walle und ich gebacken haben und 4 gleich große Kerzen. Und jetzt habe ich einen mega schönen Adventskranz. Ha. Ich kann sowas nicht. Soll ich machen? Warum geht das nicht? Ah. Aber der zweite ist noch nicht, oder? Nee, der zweite ist noch nicht.
Darf nur eins an. Die Kerzen waren halt leider schon benutzt, aber das macht nichts. Trotzdem sehr schön. Tön. Wir haben richtig, richtig viel erledigt. Ich bin mega verschmiert, kann es sein? Nicht mal die Hälfte von dem, was ich hätte erledigen müssen. Aber ich muss jetzt trotzdem Feierabend machen. Ich kriege nämlich heute Abend Besuch von meinem Papa und meiner Stiefmama und wir machen so ein kleines Weihnachtsessen. Dementsprechend muss ich jetzt mal anfangen vorzubereiten. Zumindest das Salatdressing und die Bratäpfel will ich schon mal machen. Ich nehme mir auch immer viel zu viel vor für sowas. Ist echt so. Ach, ich hab einfach mal eine Pizza in den Ofen. Ja, ich hätte einfach mal eine Pizza in den Ofen schieben sollen. Diese kann ich aufhören, Toast zu essen. Mini-Toast. Die ist auch richtig geil. Das ist mein liebstes Toast. Ja, das ist total geil. Das ist, das ist Körner-Balance-Toast. Das macht halt von Rewe. Ungefähr null satt. Ja, da muss man dann halt so fünf und essen. Und an Balance ist da halt auch nichts. Jetzt kann ich auch mal. Ja, natürlich. Das ist okay, wenn ich meine Arbeit abbreche. Nein, du musst mir jetzt helfen, Bratäpfel zu machen. Ich bin verloren. Was ich gelesen habe, läuft das Ganze so ab. Ach Gott, ich kriege nie im Leben hin. Man schneidet da jetzt erst diesen Strunk raus. Das hier kann ich schon mal hinkriegen. Also wenn das Essen nichts wird, meinst du, soll ich einfach... Ja, Toast. Toast mit Paprikaschäden und Käse. Wo ist denn der Vlog? Ja, das ist der Vlog, da steht da rum. Ah. Und guckt eine Zwiebel an. Leo sagt, ich muss dem Vlog Tschüss sagen. Tschüss, Vlog. Leo kocht jetzt weiter und ich gehe auf den Weihnachtsmarkt. Viel Spaß. Genauso gut. Ich wünsche dir einen sehr schönen Abend mit deiner Family. Vielen Dank. Dankeschön. Haben wir jetzt einen Knutschen abgemacht? Nein. From angels on high. In the falling snow, all the Christmas lights bring a special glow on a special night. So, ich bin jetzt sehr gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ihr könnt ruhig ehrlich sein. There is magic in the eigentlich nur noch kurz von euch verabschieden, weil es schon fleißig am Abspülen und ich werde ihm jetzt mal helfen. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend und es war tatsächlich sehr lecker. Meine Bratäpfel sind auch sehr gut gelungen. Ich kann euch mal in die Infobox schreiben, wie ich das gemacht habe. Und dann war es das für den Vlog von heute. Morgen gibt es unseren Geschenke-Guide. Hier verlinke ich euch den Vlog von gestern. Dann sehen wir uns im nächsten Video.